Ja, es ist 10 Uhr und damit sagen wir schön, dass ihr eingeschaltet habt zur On-Prem-Show mit dem Carsten und mir. Hallo Carsten. Hallo Manfred, ich bin gerade noch hier am Malen, falls man mich Ja, im Bildschirm Carsten malt rumbastelt wieder. Ich habe heute auch was zu sieht. malen da, genau, ja. Hey. Sehr gut. Ja, wir sind heute, haben wir geplant, über das Thema Stretch Clustering zu sprechen. Da freue ich mich schon drauf, weil da gibt es zurzeit ganz viele Fragen. Deswegen haben wir den Titel für heute gewählt, Stretched or Not Stretched? Das ist hier die Frage. Also brauchen wir überhaupt Stretched? Was ist Stretched? Also heute ist der Fokus aus meiner Sicht, ich weiß nicht genau, was Carsten dann vielleicht im Detail noch geplant hat, aber aus meiner Sicht nicht, dass wir da groß Live-Demos dazu machen, wie konfigurieren wir sowas, sondern mal über die Konzepte reden und die Frage, brauchen wir das überhaupt? Weil ich hatte es zu Carsten vorhin schon gesagt, ich hatte da in letzter Zeit einige Fragen. Zum Beispiel eine zu dem Thema, Mensch, im Windows Admin Center, und das würde ich dann gleich kurz zeigen, wo das ist. Wieso kann ich denn beim Windows Server auch ein Stretch Cluster konfigurieren? Das schauen wir uns an. Da sagt er heute keine Demos, aber er sagt, wir machen gleich eine Demo. Also Genau, ich wir habe machen auch gleich Sachen eine Demo. vorbereitet, so ist es nicht. Ja, nee, es ist nur eine ganz kurze. Man sieht da nicht viel, bloß mir geht es darum, dass wir das ansprechen können. Und da hatte ich Montagabend ein Gespräch, da ging es um den traditionellen Cluster und im Vergleich dazu Storage Spaces Direct mit Windows Server war das Szenario. Und der Kunde hatte so ein bisschen Bedenken, weil er zwei Serverräume hat und wie er das dann macht, weil ihm bewusst war, dass da kein Stretched aktuell supported ist. Da sprechen wir aber gleich im Detail drüber. Und dann hat sich im Gespräch herausgestellt, dass der Kunde als Alternative an traditionellen Cluster denkt, wo er das Storage-System in einer der beiden Serverräume stellen möchte, wo ich dann auch sagte, naja, das ist ja auch wieder nicht stretched, weil das ist zwar stretched, was die Knoten angeht, aber nicht stretched, was den Workload angeht. Also Ja. da gibt's viele, viele, viele Missannahmen, sage ich jetzt mal, werden wir sicherlich darauf eingehen. Vorweg, als ich vorhin noch mal ein Reminder an meinen Newsletter geschrieben habe, ich bin ja immer ganz, ganz faul, wie die Leute ja wissen, die in meinem Newsletter den abonniert haben, da kommt wirklich nur was, wenn was los ist. Das heißt, ich habe gestern einen Newsletter geschrieben zu uns, zu den WBC Das nehme ich mal Days an. Ja. Hyper-V nächste Woche. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen und unserem Workshop. Und habe dann auch reingesetzt, dass wir heute um 10 Uhr eine On-Prem-Show haben. Und um Viertel vor 10 ist dann nochmal ein Reminder rausgegangen. Und als ich den so geschrieben habe, fiel mir ein, dass mir jemand gesagt hat, ein guter Freund von mir, der mal bei einem Storage-Hersteller gearbeitet hat, dass Deutschland das Land der Stretched Cluster ist oder der Stretched Storage-Systeme. Die Aussage war damals, also der Hersteller kennt vielleicht der eine oder andere NetApp. NetApp hat einen Metro-Cluster früher gehabt, jetzt natürlich auch wieder. Und ich meine mich erinnern zu können, dass er sagte, dass ungefähr 90% der Stretched Metro Cluster in Deutschland stehen oder im deutschsprachigen Raum. Ja. Ja. Das heißt, und das ist auch meine Erfahrung von Kunden. Also hier ist, sobald man im Mittelstand ist, ist eigentlich Stretchen fast normal. Also es gibt so eine, jeder möchte irgendwie stretchen, weil da ist irgendwie eine enorme Angst vor so einem Ausfall irgendwo da. Und es gibt Kunden, bin gerade auch bei einem unterwegs mit Azure Stack HCI Stretched. Da verstehe ich das, wenn man 365 Tage 24 mal 7 Produktion hat, verstehe ich das. Aber wenn wir jetzt eine Firma haben, die dann, ja, wo man vielleicht auch mal 2, 3 Stunden auf die IT verzichten kann und nicht gleich die Welt zusammenbricht, da ist die Frage, ob sich dieser Mehraufwand, der ja definitiv da ist, und wir sprechen da vielleicht auch gleich mal drüber. Wir haben mehr Kosten, wir haben mehr Komplexität. Und mehr Komplexität ist, wenn man es nicht richtig macht, bedeutet nicht, dass wir was Stabileres haben. Also damit ende ich jetzt kurz meinen Monolog, dann bist du auch wieder dran. Ich sehe bei vielen Kunden, die Stretched nicht richtig machen, und dann haben wir etwas, die wären dann besser aufgehoben mit einem Single Node oder mit einem Single Cluster und nicht gestretched. Ja, Absolut. also Das, was du schilderst, das gibt es in Bezug auf Stretch Cluster, wo man sagt, Mensch, hättet ihr es lieber als normalen Cluster, also als nicht Stretch Cluster in einen Raum gestellt. Und das gibt es aber interessanterweise auch beim Cluster. Das sehe ich gerade bei ganz kleinen Implementierungen häufig, wo ich sage, da wärt ihr mit einem gut ausgestatteten Single Node besser dran gewesen oder vielleicht mit Hyper-V-Replica, was es ja auch noch gibt, als da irgendwie jetzt an den Cluster zwingendermaßen zu denken. Also ich sage da immer dazu, was schon mal grundsätzlich falsch ist, wenn ich an einen Cluster denke, stretched oder nicht stretched, und gleichzeitig
versuche, mein Budget möglichst gering zu halten. Das passt irgendwie nicht zusammen. Ein Cluster ist was, da muss ich Zeit und Geld rein investieren und dann funktioniert das auch super. Und in ein Stretch-Cluster muss ich mehr Zeit und mehr Geld rein investieren. Dann funktioniert das auch. Bin ich vollkommen bei dir. Also ich Ja, finde. wir haben vom Dennis eine Anmerkung. Ich glaube, das müssen wir, wenn dann mal in den späteren Termin einplanen. Vielleicht könnte man auch das Thema Network ATC in Bezug zu Stretch Cluster ansprechen. Geht im Admin Center nicht. Kurze Antwort Geht. auf die Ja. Frage. Network ATC mit Windows Admin Center, wenn sobald du ein Stretched Azure Stack HCI Cluster auswählst, steht Network ATC nicht zur Verfügung, sondern muss die klassische Einrichtung machen, die mir momentan sowieso lieber ist, weil ich bin ein älterer Mensch, sagen wir es mal so. Ich habe das halbe Jahrhundert überschritten und in den vielen Jahren meiner IT-Erfahrung hat sich für mich herausgestellt, wenn was neu rauskommt, lässt du es erstmal liegen und lässt dich erstmal anderen die Erstmal Hörner daran reifen, ja. abstoßen. Ja, bitte? Erstmal reifen lassen, ja. Erstmal reifen lassen, genau. Und so Ja. ist es auch mit dem Network ATC. Es poppt immer hoch, bei wenn ich was mache, wenn ich einen Nicht-Stretch-Cluster einrichte, Azure Stack HCI, bei Storage Spaces Direct steht es ja auch gar nicht zur Verfügung. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man es mit PowerShell bei einem Stretch-Cluster einrichten kann oder ob es da auch Das nicht wollte ich geht. gerade sagen, mit PowerShell würde das in der Theorie gehen, aber gemacht habe ich es noch nicht. Also das ist rein theoretisch, was so beschrieben ist. Also da ist das durchaus mit PowerShell denkbar. Aber deswegen sagte ich, das müssten wir auf einen späteren Termin. Also vielleicht war ja Dennis deine Frage konkret, geht es im Windows Admin Center, hat Carsten schon gesagt, nein. Oder im Moment nicht. Also müssen wir immer sagen, Windows Admin Center entwickelt sich weiter. Mit PowerShell ist einfach sowas, das müsste ich mir erst mal angucken, damit wir hier auch was Sinnvolles dazu sagen können. Und das war mein Hintergedanke, warum ich sagte, wenn, dann müssten wir das auf einen späteren Termin mal vertagen. Aber vielleicht, Dennis, kannst du ganz kurz ja nochmal kommentieren, ob du gezielt aufs Windows Admin Center abgezielt hast. Gut. Vielleicht ganz kurz zu unserem Workshop nächste Woche, Carsten, und dann legen wir richtig los. Also, du hattest schon erwähnt, Webday Hyper-V, der ist für alle kostenfrei. Wer sich noch nicht angemeldet hat, kann das unter manfredhelber.de/webday-hyper-v gerne machen. 39 bis 17 Uhr am 22. März. Da steht zwar unten von und mit Manfred Helber, aber wenn ihr auf die Website geht, seht ihr da auch ein wunderschönes Bild vom Carsten, weil Danke. Carsten wird dort den ganzen Tag dabei sein. Ich glaube, nur eine Stunde musst du dich ausklinken, richtig? War das am Dienstag? Nee, am Mittwoch ist das, Am glaube Mittwoch, ich. Am Mittwoch, in unserem Workshop, da musst du genau. eine Stunde, eine Viertelstunde, 1,5 Stunden musst du Ja. solo fliegen, sozusagen. Da müssen wir mal gucken, was wir da für ein Thema machen. Kriegen wir hin. Und den Workshop, den Carsten anspricht, der ist nicht ganz kostenfrei, aber ihr könnt euch ja mal angucken und informieren unter manfredhelber.de/hyper-v-workshop. Den machen Carsten und ich zusammen, wie gesagt, bis auf diese eine Stunde, 3 Tage lang Hyper-V. Ganz viele Live-Demos haben Genau. wir uns vorgenommen und geplant. Also es wird nicht klassisch hands-on, ganz viele Live-Demos. Agenda gibt es online, könnt ihr gerne mal reinschauen, dann seht ihr, was wir an den 3 Tagen machen. Gut, Genau. und Und dann. das wird so, das ist ein First für uns. Ich mache ja sonst meine Kurse, meine Powerkurse alleine, aber Manfred und ich, wir sagten, nach dem Webday, da wäre ja ein idealer Zeitpunkt, um einen günstigen Kurs anzubieten, weil meine Kurse sind doch durchaus mindestens doppelt so teuer wie das, was wir uns jetzt hier ausgedacht haben. Ne? Das Also heißt, ihr kriegt. ist schon was Günstiges und ihr könnt per Teams dabei sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es Genau. Aufzeichnungen nachher gibt, Manfred. Haben wir uns gar nicht darüber unterhalten für die Teilnehmer? Für die Teilnehmer schon, aber wir werden es nicht public sharen. Ja, Also das es würde auch ist, keinen Sinn machen, wenn die Leute, die genau. bezahlen, live dabei sind und dann stellen wir alles frei zur Verfügung. Also. Genau. Wir haben für die Teilnehmer eine Aufzeichnung, weil es vereinzelt Anmeldungen gibt von Leuten, die nicht alle 3 Tage dabei sein können, die sich trotzdem angemeldet haben. Die sagten, sie würden es dann gerne konsumieren, aber wie gesagt, eben nur für die angemeldeten Teilnehmer. Gut. Okay, also So. ich freue mich schon drauf, das wird spannend. Ich habe ja auch einen eigenen Hyper-V-Kurs und einen Ja. SCP-Kurs und einen Azure Stack HCI-Kurs. Also wir haben genügend Material und Manfred ist ja auch permanent am Schulen, dass wir da viel Know-how und natürlich auch viel Fragen wahrscheinlich auch drauf eingehen. Genau, da freuen wir uns schon ganz besonders drauf. Also guckt mal rein, wir blenden es am Schluss nochmal ein. Jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema. Ich habe ja gesagt, keine großen Live-Demos, aber eine Sache, wodurch die Frage entstanden ist, möchte ich mal ganz kurz zeigen. Wenn ich hier im Keine Windows Admin Live-Demos, aber Center, ich zeig mal ja, kurz muss sein, was was. hinzufügt, dann gibt es ja bei Server Cluster ein Create New.
Und wo da in letzter Zeit mehrfach auf mich Fragen zugekommen sind, ist das Thema, wir sprechen immer drüber, Stretch Cluster gibt es nur bei Azure Stack HCI, weil wir halt im Moment sehr viel über Azure Stack HCI und Storage Spaces Direct sprechen. Für uns ist immer klar, naja, es geht irgendwie um das Thema. Aber es gibt ja nicht nur HCI-Cluster von Microsoft, sondern es gibt auch traditionelle Windows Server Cluster. Und wenn ich einen traditionellen Windows Server Cluster aufbaue, dann kann ich auch dort sagen, Select Server Location. Server in two sides. Aber was man wissen muss, der Assistent auf der linken Seite, also wenn ich Windows Server auswähle, der eignet sich nicht für ein Stretch Cluster auf Windows Server Basis in Verbindung mit Storage Spaces Direct und der eignet sich überhaupt nicht für die Konfiguration von Storage Spaces Direct. Das heißt, wenn ich bei Windows Server Ja, 2022 oder leider, 19 Manfred, oder ne? 16, leider, du, ich habe ja immer gesagt, Ich will da bevor gleich das nochmal was zu rauskam, sagen. Mach du erstmal weiter. ja, okay, dann mache ich kurz fertig. Bevor das rauskam, das Feature, habe ich gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Microsoft wirklich nur für Azure Stack HCI released, diesen Assistenten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil jetzt unabhängig von Stretch Cluster habe ich regelmäßig Partner, die auf mich zukommen, die sagen, Manfred, wir haben versucht, mit der blau markierten Option, also mit der auf der linken Seite hier, einen Storage Spaces Direct Cluster zu konfigurieren. Wir haben Windows Server ausgewählt. Wir haben da Windows Server 2019 oder 2022 Data Center im Hintergrund. Und irgendwie hat das nicht so funktioniert, wie die von dir erklärt. Und dann habe ich, muss ich immer sagen, ja, wenn ich eine assistentenbasierte Konfiguration von S2D zeigt, dann ist das immer mit Azure Stack HCI. Nun muss ich hier oben die zweite Option auswählen. Dann bekomme ich eine Storage Spaces Direct Konfiguration mit einem Assistenten, der viele Schritte hat. Und hier kann ich dann tatsächlich auch für diesen HCI-Cluster wählen. Alle Server in einer Side oder in zwei Sides. Du wolltest da was ergänzen, Carsten. Ja, ich muss gestehen, also das macht mich überhaupt nicht glücklich, weil als Windows Admin Center rausgekommen ist, der Assistent, das waren die Zeiten, wo wir noch Storage Spaces direkt alleine hatten, also Azure Stack HCI noch nicht auf dem Fahrplan war oder zumindest öffentlich verfügbar. Und da konnte man einen Storage Spaces Direct Cluster sehr wohl mit dem Assistenten komplett einrichten. Du erinnerst dich, oder? Und ich finde es nicht gut, dass Microsoft das jetzt rausgenommen hat und rein auf Azure Stack HCI fokussiert, weil es gibt viele Kunden, die weiterhin Windows Server einsetzen und für die ein Azure Stack HCI Cluster nicht unbedingt einen Mehrwert bietet. Ja, und hier fühlt man so ein bisschen, so man fühlt sich so hingeschubst in die Richtung von Azure Stack HCI und das finde ich nicht gut, wenn man ein Feature, was vorher da war, rausnimmt. Also da bin ich jetzt kritisch, muss ich sagen. Und unsere Teilnehmer erwarten ja auch nicht das hohe Microsoft-Lied, dass wir das hier singen, sondern dass wir auch realistisch und kritisch über die Themen sprechen. Da kommt Absolut. noch mehr von mir. Kommt noch mehr von dir. Okay, was ich Ja. aber immer dazu sage, also es ist richtig und das ist mir wichtig, dass das für alle klar ist. Also Option auf der linken Seite wird ein traditioneller Cluster. Da würde ich ein traditionelles Storage verwenden, iSCSI, Fibre Channel, SMB3, was auch immer supported ist und zur Verfügung steht. Es ist aber, wenn ich doch ein Storage Spaces Direct Cluster aufbauen wollte, und ich jetzt weiß, aha, das geht mit dem Windows Admin Center über den hier dargestellten Assistenten nicht. Es geht doch. Wie bitte? Es geht doch. Es geht der Cluster, aber du bekommst kein Storage Spaces Direct Genau, du musst enabled. Das noch muss, einen genau. PowerShell-Befehl absetzen auf der Konsole. Das ist alles. Also ich nutze schon den Windows Server in, also weil ich nicht der Freund davon bin, dass man alles nur mit PowerShell macht, da viele IT-Pros das abschreckt. Ich kann natürlich PowerShell. Für mich ist das jetzt nicht so das Problem, aber für die meisten IT-Pros ist PowerShell auch nach 14 Jahren immer noch etwas, was irgendwie Igitt ist. Ja? Deswegen nehme ich schon diesen Cluster und nehme Virtual Machine unten. Das meintest du ja, ne? Genau. Du kannst ja auch eine Virtual Machine auswählen. Da kannst du alles Genau. machen, bis auf den finalen Storage-Einrichtungsprozess. Genau. Und das ist das, da warst du jetzt schon schneller als ich. Also im Prinzip ist das ja ein, was wir hier oben brauchen. Und das zeige ich dann in meinen Live-Demos immer. Plus eine Zeile PowerShell quasi. Also es ist kein Hexenwerk, es ist überschaubar, es geht relativ unkompliziert, aber es ist halt nicht fertig nach diesem Assistenten. Ja? Das heißt, wer mit dem Assistenten arbeitet, und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich einen Windows Server basierenden Cluster aufbaue und den ja mit Storage Spaces Direct nutze,
geht es mir so, dass ich den Wizard hier sehr umständlich finde. Das heißt, da mache ich es dann lieber komplett PowerShell getrieben. Beim Azure Stack HCI, muss ich sagen, nutze ich den Wizard sehr gerne, weil da ja alles drinsteckt, was wir brauchen. Aber natürlich geht es dort auch mit PowerShell. Gut. Ja, der Udo hat gerade einen Kommentar reingeschickt. Ein Freund von mir und auch ein Ja. guter Bekannter von dir. Udo, du kannst das Netzwerk auch mit dem Teil einrichten. Nicht ATC, aber ich mache das hier natürlich auch. Es ist eigentlich alles da, bis auf den Storage, der Storage-Schritt und natürlich auch Software-Defined Networking kommt dann auch nicht nach dem Storage-Schritt. Ne? Genau, weil es dort aufhört, ja. Okay, gehen wir doch vielleicht mal auf die kleinste Variante ein. Du hast das ja schon so schön ausgeführt. Wenn du nochmal auf Windows Server klickst, können wir hier ja schon einen Stretch-Cluster einrichten, aber der bezieht sich jetzt auf einen klassischen Hyper-V-Cluster stretched und ich hätte mein Whiteboard offen, wenn es genehm wäre, wo wir mal das kurz anzeigen könnten, was damit gemeint ist. Genau, ich sehe aber dein Whiteboard noch nicht, Carsten, Ich sondern ich hab's. sehe den anderen Screen, also da, wo wir Der auch ist da drauf drunter, das sind. Whiteboard ist da drunter, Ah, so, quasi. dann blende ich es gerne ein, ja, dann blende ich das mal ein. Sehr Du weißt so, gut. bei mir laufen immer so viele Sachen auf den anderen Screens und ich vertue mich schon mal. Wir machen ja hier nichts zu Börse oder so, deswegen habe ich jetzt das Whiteboard dahinter. Also, hier gesehen ein klassisches und ich liebe immer noch dieses Surface Studio 2, das ich von Manfred erworben habe. Manfred, das war mein bester Kauf bisher. Also, fantastische Maschine. Schade, dass Microsoft nicht ein Studio 3 rausbringt. Ja, Ja, also gucken klassisch wir mal, was draus gesehen. wird. Ja, wir haben Hyper-V-Knoten, also diese blauen Kästen sollen hier einfach Hyper-V-Server da, also Hyper-V-Systeme darstellen, meinetwegen auf Windows Server 2022, meinetwegen mit Fuller GUI oder meinetwegen für Leute, die so ein bisschen Schmerzen mögen, auch gerne mit der Core Edition, ja. Und ich möchte jetzt einen Stretch Cluster bauen. Das heißt, wir haben hier zwischen irgendwo zwei Brandabschnitte, wir haben vielleicht auch ein paar Kilometer, wobei man sagen muss, die meisten Stretch-Cluster in Deutschland, die mir unterkommen, sind wirklich auf dem gleichen Campus. Zwei Räume, vielleicht maximal 500 Meter dazwischen. Ich hatte aber diese Woche auch einen Kunden, die im Versicherungsumfeld tätig sind, die müssen ein Stretch-Cluster bauen über 14 Kilometer. Also da sind wir schon eher in dem Szenario, wo sich Microsoft so ein bisschen tummelt. Ne? So, wenn ich das jetzt mache, dann haben wir hier Knoten 1, 2, 3 und wir bauen wirklich einen Cluster. Das heißt, diese vier Knoten kennen einander. Ja? Die wissen, welche VMs da drauf laufen und so weiter. Das weiß jeder von den Knoten. Es wird auch hier ein Heartbeat zwischen den Knoten die ganze Zeit hin und her geschickt. Das heißt, es ist wirklich ein Cluster. Der einzige Unterschied, der ist in zwei, sagen wir, Brandabschnitten. Site 1, Site 2. Ja? So, und jetzt fehlt uns hier natürlich eine Sache, die wir beim Cluster unbedingt brauchen, das ist der Storage. Denn das sind klassische Hyper-V-Systeme. Die müssen ja, diese virtuellen Maschinen, müssen ja, damit die auf jedem Host laufen können, irgendwo zentral abgespeichert werden. Und hier handelt es sich nicht um S2D, da wäre das Storage-System ja in den Knoten oder bei Azure Stack HCI, sondern wir haben einen externen Storage. So, und klassisch nimmt man da ein SAN-System. Und hattest du ja vorhin den einen Kunden dargestellt, der hatte jetzt ein SAN-System, aber nur auf einer Seite, ne, und hat dann gestretched. Und was passiert hier, wenn die Seite Site 1 ausfällt, kann natürlich auch die Site 2 keine VM mehr betrieben werden, weil mein SAN-System ist ja weg, ne? Das heißt, was brauchen wir hier? Wir brauchen ein gespiegeltes SAN-System. Und hier unten findet in irgendeiner Form die Replikation statt, die synchrone Spiegelung. Ja, und dann muss man irgendwo dafür sorgen. Wir haben ja dann noch bei Fiber Channel hätten wir jetzt natürlich noch Fiber Channel Switche dazwischen. Bei Ethernet hätten wir dann, bei iSCSI hätten wir Ethernet Switche dazwischen. Muss man natürlich dafür sorgen, dass die Knoten auch auf die Seiten zugreifen können. Ja, das heißt, wenn man es wirklich hochverfügbar haben möchte, dann gibt es noch so einen Storage-Virtualisierer dazwischen. Ja, der ist hier angeschlossen. Der ist hier angeschlossen und so und so. Und dann sind die Knoten auch hier und hier angeschlossen. Also jetzt wird es schon verwirrend. Und dann habe ich auch wirklich, wenn was ausfällt, habe ich auch eine nahezu sofortige Umschaltung, weil die Knoten haben dann hier auch eine Live-Verbindung und eine Standby-Verbindung sozusagen. Und er kann dann einfach ruckzuck auf die andere Verbindung umschalten. Und wir haben selbst keine 3, 4, 5 Sekunden, je nachdem, wo halt die VM hier oben in der Luft hängt. Ja, diese VM hier, wenn jetzt zum Beispiel
Gut, die VM, wenn der hier ausfallen würde, mein Sahn hier, nehmen wir mal rot. Falsch, nehmen wir mal rot. Ja, wenn der jetzt hier aus, nehmen wir mal grün, ausfallen würde, könnte trotzdem der Knoten sofort hier rüber auf das Sahn zugreifen. Und da sind die Daten gespiegelt. Und da gibt es auch noch so Sachen, dass wir eine Spiegelung haben, dass auf beiden Seiten aktiv mit den Volumes gearbeitet werden kann. Gibt es auch einige Lösungen. Ja. Meistens haben wir aber so eine Aktiv-Passiv-Lösung wie im Azure Stack HCI. Mhm. So, das ist jetzt schon sehr komplex. Ich weiß, ich gehe mal ein bisschen zurück hier. Ja, lass das ruhig so, Carsten, weil ich glaube, was wichtig ist, hier zu ergänzen, was Carsten angemalt hat, das geht so mit Windows Server, mit Hyper-V, geht 2022, 2019, 2016, ging mit Standard, ging mit Data Center. Natürlich würde man Data Center in so einem Szenario nutzen, wegen der unlimitiert vielen virtuellen Windows Server Nutzungsrechte. Hyper-V-Server. Geht mit Hyper-V-Server, den es aber nur bis zur Version 2019 gibt. Genau, genau. Ja. Wir haben unten diese SAN-Systeme, SAN Site 1 und SAN Site 2, wo Carsten diese Doppelpfeile rangemalt hat, die gespiegelt sind. Da macht quasi der SAN-Hersteller die Vorgaben, was er hier braucht. Das heißt, je nachdem, was wir für eine Lösung haben, würde er sagen, welche Entfernung geht, welche Latenz geht, was brauche ich hier für eine Anbindung. Das heißt, die SAN-Systeme hier unten sind in dem traditionellen Cluster im Regelfall nicht Microsoft, ja, sondern das ist irgendwie ein Storage-System, was mir wichtig ist, da gibt es auch Vorgaben, aber die definiert der Storage-Hersteller. Für die Knoten oben, Carsten, zwischen den Knoten haben wir ja eine clusterinterne Kommunikation und so weiter. Gibt es da seitens Microsoft Vorgaben für den traditionellen Cluster, die klar geschrieben sind, wie hoch darf die Latenz maximal sein? Oder hast du da Erfahrungswerte? Du, ehrlich gesagt, habe ich da keine Werte. Ich weiß, es geistern irgendwo immer diese 5 Millisekunden durch die Gegend, die aber den Zugriff auf das SAN-System sind. Ja? Mhm. Wir könnten uns ja auch vorstellen, dass wir aus Maintenance-Gründen, dafür ist ja auch so ein Cluster, dass es kommt ja auch durchaus mal vor, dass man so ein SAN-System updatet. Das muss ja nicht ausfallen. Und jetzt wäre es natürlich auch wichtig, dass eventuell unsere Hosts redirected jetzt auf das SAN-System, also dann über den Pfad hier die VMs da zugreifen können oder so. Also da gibt es noch viele Spielmöglichkeiten. Was ich vorhin eingezeichnet habe mit den Storage-Virtualisierern, ist natürlich die komplexeste und die teuerste Variante. Das sehe ich ab und zu bei Kunden, wo es wirklich darauf ankommt, dass die Anwendung immediately umschaltet. Ja. Sonst sieht man es oft wesentlich einfacher. Also hier kann man noch viele, viele, viele Sachen zu sagen, wobei das in meinem Erfahrungskreis, also ich habe da relativ wenig mit zu tun in letzter Zeit. Ja, also das ist eher exotisch. Ich würde sagen, wenn es um Stretch Cluster geht, in letzter Zeit sind 95% der Anfragen sicherlich auf S2D und auf Azure Stack HCI bezogen. Und das habe ich auch noch weiter oben vorbereitet. Ja, aber können wir später drüber reden. Schauen wir uns gleich an. Was ich spannend finde, dass ich den Eindruck habe, dass diese Anfragen wieder zunehmen, was ich nicht verstehen kann, weil ich aus meiner Sicht hier eine viel größere Komplexität habe als bei S2D oder Azure Stack HCI. Also bei S2D in der einen oder anderen Ausprägung mit Azure Stack HCI könnten wir es halt wirklich stretched bauen. Ja, hat mich so ein bisschen verwundert, aber vielleicht gibt es gerade Storage-Hersteller, die gerade irgendwelche großen Promotions machen oder die da sehr aktiv im Markt sind. Ich kann es nicht erklären, warum es so ist, aber ich habe mit dem Szenario in letzter Zeit wieder gehäuft zu tun. Versuche dann Manfred, Richtung... Ich sag mal so, das ist wahrscheinlich auch unsere Brille, die wir aufhaben. Wir machen S2D und Azure Stack HCI schon sehr lange und dann siehst du natürlich auch alles durch diese Brille. Also dieses Szenario hat natürlich auch etliche Komplexitäten. Ich muss den Witness natürlich irgendwo hin platzieren und das darf nicht in Site 1 oder Site 2 sein. Da muss ich ganz klar drüber nachdenken. Es ist halt, dieser Stretch-Cluster ist halt bei vielen IT-Lern schon seit 10 oder mehr Jahren bekannt. Also Stretch-SAN-Systeme ist das Natürliche. Stretch-HCI-Systeme ist eher neuer, sagen wir jetzt mal. Und gerade auch im Microsoft-Umfeld ist es natürlich jetzt mit Azure Stack HCI gerade mal ein Jahr und ein paar Monate halt, dass wir es wirklich supported hinbekommen bei einem Software-Defined Storage-System. Also ich denke schon, dass viele Leute dieses Konzept verstehen, dass die vielleicht auch sogar Aufteilung haben in eine SAN-Abteilung, die sich um den Storage kümmert. Und dann haben wir die Virtualisierungsabteilung, gerade bei größeren Firmen ist das ganz klar, diese Gewaltenteilung da. Und da ist es für die gar nicht so komplex, ja.
Und du hast recht, für uns, die wir jetzt schon eine ganze Weile HCI machen, sieht das erstmal etwas exotischer aus. Ich möchte noch eine Sache ergänzen, die ganz, ganz wichtig ist. Die Volumes, die ihr hier habt, die müssen NTFS sein. Ja. Also auf gar NTFS, auf gar keinen Fall hier REFS einsetzen. Ich male es nochmal dazu. Also REFS ist für SAN, für Loons nicht supported. Wir könnten darüber sprechen, warum das so ist. Wir haben permanenten Redirected IO. Ja, nicht supported würde ich nicht tun. Und auch noch ganz wichtig, der Witness. Es ist in einem Stretched SAN-Szenario bei Hyper-V kein Disk-Witness supported. Also Disk-Witness, Disk-Quorum, ich sage Disk-Witness, auch der ist nicht supported. Ja, also ihr müsst einen File-Share-Witness oder einen Cloud-Witness benutzen. Ab 2016 haben wir ja den Cloud-Witness. File-Share-Witness gibt es noch länger. Und den muss man irgendwo in eine dritte Site platzieren. Und das ist ganz wichtig. Also kann ich gar nicht betonen, wie wichtig das ist, weil sonst, dann kommen so Fragen, ja, kann der denn in einer VM laufen, die hier auf so einem Server liegt? Nein, kann die nicht. Nein. Der muss in Site 3 sein, ja. Und noch ganz wichtig, ihr müsst von Site 1 Netzwerk zu Site 3 haben und von Site 2 Netzwerk zu Site 3, unabhängig voneinander, weil sonst, wenn das ganze Netzwerk von Site 2 über Site 1 geht, dann kann ich den Witness auch gleich in Site 1 platzieren, weil wenn Site 1 weg ist, ist auch der Witness weg. Ne? Mhm. Also das kann man ja wunderschön erklären, wenn man einfach mal einen ganz einfachen Zwei-Knoten-Cluster ohne Witness, ohne Zeuge erstellt, dann ist es so, dass ja letztendlich ein Knoten eine Stimme bekommt und der andere Knoten nicht, weil der Cluster für sich sagt, naja, wenn ich das so designe, dann habe ich wenigstens eine 50% Chance, dass im Falle des Ausfalls eines Knotens der andere überlebt. Weil im Cluster geht es ja immer darum, dass wir von diesen Cluster-Votes die Mehrheit haben. Und wenn ich in Summe nur zwei Stimmen hätte und eine ist weg, dann habe ich 50% und nicht die Mehrheit. Das heißt, das ist ein ganz einfaches Konzept. Wenn man das einmal verstanden hat, dann wird das auch immer funktionieren. Aber das bedeutet, sobald ich eine Seite gewichte, habe ich da immer das Problem, dass ich nicht wirklich eine volle Redundanz habe, sondern ich mit Wahrscheinlichkeiten anfange zu rechnen. Und das ist nicht gut. Und was natürlich auch nicht gut ist, wenn es den als ein Objekt geplanten Witness plötzlich zweimal gibt. Und das ist der Grund, warum der Witness selbst nicht redundant sein darf. Ich hatte es auch schon überlebt, dass Leute ihren Witness in ein DFS reinpacken wollen, in Distributed File System, weil sie denken, cool, dann ist der ja noch verfügbarer. Aber das führt zu dem Problem, wenn plötzlich beide Sites den Witness sehen. Also nehmen wir an, wir hätten an dem, ich weiß nicht, ist ein Fluss, was du gemalt hast, Carsten? Oder ja, so das typische Stretch-Cluster-Bild aus USA, Manhattan, also New Jersey. In der geschlängelten Linie in der Mitte, wenn wir da eine Trennung haben und wir hätten plötzlich eine Sicht auf den Witness von beiden Seiten, also wenn der zum Beispiel im SAN läge und die beiden SAN-Systeme sagen, naja, ich habe natürlich die Daten aktiv präsentiert, wenn wir den durchgestrichenen Disk-Witness hätten, dann könnte das dazu führen, dass wir eine Split-Brain-Konfiguration haben, weil alle VMs auf beiden Seiten starten und das wäre natürlich das Desaster. Das ist du hast auch das gleiche Problem, wenn der Witness nicht doppelt da ist, er ist auf einer Seite hier, also der Disk-Witness kann natürlich dann ist einer Seite zugeordnet und wenn jetzt die Seite ausfällt, ist der Witness mit weg und dann, was macht er hier? Er fährt alle VMs runter. Ja? Genau. Das ist ja nicht, was ich möchte. Ja, genau. Also, genau. Ich habe entweder zu viel online oder zu viel offline. Genau. Ja. So, das ist der Hyper-V-Stretched. Genau. Ja. Sollen wir jetzt gleich noch über die zwei anderen Stretch-Szenarien reden, bevor wir dann über Sinn oder Unsinn von Stretchen sprechen? Ich würde sagen, wir gehen durch die Szenarien durch, weil vielleicht müssen wir uns dann beim Sinn und Unsinn fast ein bisschen kürzer fassen. Wir schauen mal, genau. So, ich weiß, wir haben Microsofties im Call und ich entschuldige mich jetzt schon mal vorweg, aber das ist ein Szenario, was nicht supported ist bei Storage Spaces Direct Stretched, aber was gemacht wird. Und ich weiß, dass Kunden es tun und deswegen lehre ich auch in meinen Kursen, wie wir es denn richtig machen. Und man muss dazu sagen, ein richtig aufgebauter Storage Spaces Direct Stretched Cluster, der nicht supported ist. Also ganz wichtig, Microsoft supportet keinen S2D Stretched Cluster. Der läuft aber sehr stabil. Also ich mache das seit
Ah, 5 Jahren und wir haben Stretch Cluster draußen. Hier ist ganz wichtig der Netzwerkteil, der muss 100% funktionieren und die Kunden müssen auch verstehen, wo da die Ausfallszenarien sind und dann funktioniert der sehr gut. Nur wichtig, wir haben in dem Sinne kein Stretch Cluster, sondern wir haben einfach einen ganz normalen Storage Spaces Direct Cluster, 2 Knoten oder 4 Knoten. Das sind die einzigen Szenarien, die wir out of the box stretchen können. Und ja, ich weiß, dass man mit den Fault Domains rumspielen kann. Und ja, ich weiß, dass man Volume Pinning machen kann. Aber beide Szenarien sind für mich exotisch. Und ich glaube, dass Microsoft nicht den wahnsinnigen Testaufwand da betreibt, wenn man die Fault Domains umändert und wenn man Volume Pinning betreibt. Ja? Also das sind alles Themen, die gibt es im System, die kann man benutzen. Aber immer wenn man exotische Sachen benutzt, befindet ihr euch im Bereich, wo es passieren kann, dass ein Patch rauskommt und Microsoft es gar nicht getestet hat, dieses Szenario, oder nur sehr leicht getestet hat und dann haut eventuell da der Patch zu. Ja? Wir merken ja auch, im Januar hatten wir ja auch ein RFS-Patch-Problem. Es kommt ja auch ab und zu mal vor, dass Microsoft einfach was durchrutscht, weil die haben natürlich auch nicht 100.000 verschiedene Systeme da rumstehen, womit sie dann testen, sondern sie testen immer die Primärszenarien. Und da flutscht sowas vielleicht schon mal durch. So. Ich habe jetzt hier mal gemalt einen S2D Stretched Cluster, not Wichtig ist supported. da noch, ganz Ja? wichtig, bevor du, sorry, dass ich unterbreche, Carsten, aber ganz wichtig ist, S2D haben wir ja auch in Azure Stack HCI. Hier ist S2D stretched auf Windows Server Basis, also Ja, Windows genau. Server Data Man Center könnte das 2022 oder auch mit Azure Stack 2019. HCI machen, das wäre aber genauso nicht supported. Ja, also Die Konfiguration so, ja, hast du recht. Aber ja, es gibt also natürlich in Azure Stack HCI eine Variante, die supported die wäre. Jetzt weiß supported, ich die habe aber, ich auch worauf du. aufgemalt, ja. Genau, worauf du hinaus willst, es geht um die Art und Weise eines Stretch-Clusters, den so aufzubauen, und das ist natürlich in beiden Varianten nicht supported, Genau, nur es wird halt, es funktioniert halt, muss man sagen, es funktioniert gut. Ich möchte also hier jetzt keinen motivieren, das so zu tun, aber ich sag mal so, genauso wie in meinem Kurs, mir ist es lieber, wenn ihr es eh macht, ja, weil viele Leute sagen, es ist mir egal mit dem Support, wenn es läuft. Der Microsoft Support hat ja jetzt auch nicht unbedingt den hervorragendsten Ruf. Ja, was hilft mir der Support, wenn ich eine Lösung habe, die schwierig ist? Ich brauche den Support sowieso nicht. Also ich möchte keinen dazu aufrufen, das zu tun. Aber wenn ihr es tut, dann solltet ihr es richtig tun. Das heißt, wir brauchen immer mehr als 2 Netzwerkkarten. Ja, meiner Meinung nach immer mehr als 2 Netzwerkkarten. Das heißt, ich habe dann 4 Netzwerkkarten drin. Das sehen wir hier, haben wir 1, 2, 3, 4 in jedem System. Wir haben separate SMB-Adapter und hier kann man jetzt nicht switchless arbeiten. Switchless können wir in anderen Szenarien arbeiten, hier nicht. Das heißt, hier brauchen wir Switche und das ist für viele natürlich ein K.O.-Kriterium, weil ich brauche nicht eine Switch, sondern ich brauche also eine Switch pro Site, was bei einem Nicht-Stretch-Cluster reichen würde. Also wenn wir das mal hier wegmachen und der wäre nicht stretched, dann bräuchten wir hier, ja, ich kann die ja gleich wieder hervorzaubern, brauchten wir hier natürlich keine 4 Switche für unseren Storage. Ja, dann würde man einfach sagen, eine hier, eine hier. Ja? Okay, bei Stretched Cluster, wo die Dinger nicht zusammenstehen, also wir haben hier wieder unseren Fluss, wir haben da unsere 100, 200, 500 Meter zwischen, brauchen wir 2 Switche, weil muss einmal hier rein. Wenn ich jetzt nur eine Switch habe und diese Switch bootet, dann sind die 2 Knoten weg. Ja? Und wenn ich hier in diesem Knoten ein Plattenproblem habe, seht ihr das? In diesem Knoten eine Platte retired wäre und hier sind 2 Knoten nicht erreichbar, dann sind all meine Volumes weg und alle VMs stehen auf Pause Critical. Das heißt, ich darf mir so ein Single Point of Failure nicht erlauben. Ja, deswegen 2 Switche. Ja, und die sind jetzt jeweils so verbunden. Und hier haben wir das auch. Und der ist hier drin und der ist hier drin. Und jetzt müssen die beiden Switche natürlich so miteinander verbunden werden. Ja, ich kann das auch kreuzen, ich kann das auch beliebig komplex machen, aber es reicht, wenn die Switche so verbunden sind. Und das heißt, wir brauchen 4 Switche. Wir haben 4 Knoten, wir brauchen 4 Switche. Man kann natürlich an diese 4 Switche weitere 4 Knotensysteme anschließen. Also ich habe auch Kunden, die haben 19, 20 4 Knoten-Stretched-Cluster. Ja. Einmal richtig gelernt und dann aufgebaut. Nur ich brauche, also ich kann hier auch mehrere anschließen, da sind ja mehrere Ports, aber ich brauche für diese 4 Knoten 4 Switche. Und das kann man schon mal so um die 20.000 Euro, 20.000 bis 30.000 Euro brauche ich nur für die Switche.
Okay, das macht es natürlich Okay, ein bisschen knuspriger. So, hier oben brauche ich natürlich auch nochmal Switche, wo dann halt meine VMs rüber kommunizieren und mein Management, aber das funktioniert so. Was kann hier ausfallen? Hier kann dieser Knoten ausfallen, hier kann dieser Knoten ausfallen. Das heißt, die ganze Site kann ausfallen und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen den Ausfall einer Site tolerieren können. Was aber bei diesem Konzept ganz, ganz wichtig ist: Wir müssen mit einem Drei-Wege-Spiegel oder mit Mirror Accelerated Parity arbeiten. Nur dann haben wir auf beiden Seiten immer Daten, ja, weil es nützt uns nichts, wenn wir jetzt mit einem Zwei-Wege-Spiegel arbeiten würden und hier wäre eine Kopie und hier wäre nur eine Kopie von dem Extent und jetzt fallen diese beiden aus, dann ist das Volume weg. Das heißt, wir brauchen immer mindestens einen Drei-Wege-Spiegel mit drei Kopien, ja, und dann haben wir auch noch eine Kopie hier. So, und was jetzt auch noch wichtig ist, hier in diesen beiden Systemen, in diesen beiden Fault Domains, das ist Fault Domain 3 und 4, die beiden Knoten, da darf keine Platte retired sein und da darf auch keine Platte ausfallen. Es darf eine Platte retired sein, wenn wir vorher Platz gelassen haben fürs parallelere Build und diese Daten sind konsistent in dem System drin. Also hier müssen alle Extents drin sein und hier auch. Da darf nichts ausfallen. Also wenn ihr da 24 SSDs in jedem Knoten drin hättet und eine fällt von diesen 48 hier aus, dann war es das mit euren Daten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir haben hier keine zusätzliche Redundanz. Wenn hier die eine Site ausfällt, dann ist man wirklich, dann schläft man nachts unruhig, ja, weil man weiß, wenn hier, man weiß hoffentlich, wenn hier noch eine Platte ausfällt oder eine SSD oder hier, ja, in einem der beiden, dann war es das mit meinen Daten. Und dann kann ich mir überlegen, wie ich meine 30, meine 20, meine 50, meine 100 Terabyte, wohin ich die zurücksichere. Weil das ist dann kaputt. Und deswegen ist das nicht supported. Also ich kann es gar nicht oft genug sagen, ja, aber es wird eingesetzt und ich kann so dafür sorgen, dass eine, ja, eine Site, ein Brandabschnitt ausfallen kann. Ja, Okay? und weil es nicht supported ist, weil es könnten jetzt ja Fragen kommen, naja, wie weit dürfen die Knoten auseinander sein und so weiter, weil es nicht supported ist, gibt es da von Microsoft auch keine klare Definition dafür. Ganz, ganz Ist wichtig. Sobald ihr über Stretched nachdenkt, also ihr, was ist Stretched, fragen dann Das viele ist der Leute. wichtige Punkt, ja. Was ist Stretched? Sobald bei euch ein Brandabschnitt im Spiel ist, also zwei Brandabschnitte, ob da eine Mauer zwischen ist und die Dinger sich berühren, die Racks an der Wand stehen und auf der anderen Seite steht das andere Rack und dazwischen sind 30 cm Wand, das ist Stretched, weil ihr baut das Ding, damit ein Brandabschnitt ausfallen kann. Und das ist Stretched. Ja, ich habe auch schon natürlich bei solchen Szenarien Kunden gesehen, die arbeiten dann nicht mit vier Switchen, sondern mit zweien. Und dann wird halt die zweite Verbindung, wenn die ganz nah beieinander sind, jetzt hier mal so, dann wird diese Karte halt hier reingesteckt. Ne? Also die zweite. Bin ich auch nicht so der Freund von, aber kommt natürlich auch vor, um sich die Switche zu sparen. Also es gibt kein, momentan kein, also es gibt keine Aussage, was ist stretched, was ist nicht stretched. Wir benutzen hier ja auch RDMA und Microsoft hat die RDMA-Anforderungen bei Azure Stack HCI eingeschränkt, dass RDMA nur in einem Rack unterstützt wird. Nicht mal Inter-Rack. Was wir hier ja hätten. Ne? Also diese Switche hier sind auf jeden Fall mal Inter-Rack. Okay? Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Also Stretch, du hast ja auch so einen Fluss reingemalt oder eine Mauer und Microsoft hat das in seinen Bildern ja auch immer. Das muss gar nicht so weit auseinander sein. Also eine entscheidende Aussage war das mit den Racks. Ich glaube, das kann man aber so nirgends genau lesen, sondern das muss man einfach wissen. Also es ist, sobald die Server sich in unterschiedlichen Racks befinden und damit per Definition einen gewissen Abstand haben, der aber nicht in Metern oder Zentimetern festgelegt ist, haben wir eine Ja, Stretch-Cluster-Konfiguration. Sie haben es in der Azure Stack HCI-Netzwerkanforderung beschrieben, dass RDMA nur in einem Rack supported ist. Da habe ich natürlich schon wieder aufgeschrien, weil ich habe Kunden, die natürlich die Cluster nebeneinander stehen haben in zwei Racks oder zwischen den Clustern RDMA machen. Die hängen dann aber an den gleichen Switchen. Also dann habe ich dann auch schon signalisiert bekommen, ist noch okay. Also momentan ist Microsoft im Netzwerk sehr, sehr, sehr vorsichtig. Weil, muss man dazu sagen, bei Storage Spaces Direct mindestens 70% der Probleme aus dem Netzwerkbereich kommen. Das gleiche gilt für Azure Stack HCI, weil wir brauchen hier einfach eine riesen Performance. Und hier geht eine Menge drüber. Ja, also hier gehen, wenn ihr euch vorstellt, hier haben wir eine VM,
die schreibt den Drei-Wege-Spiegel, dann ist sicherlich ein Extent in diesen beiden Servern. Aber es kann auch sein, dass zwei hier drin sind. Ja? Mhm. Und dann müssen die Daten hier zweimal über das Netz. Das heißt, ich brauche hier ein sehr schnelles, latenzarmes Netz. Wir haben das auch mit RDMA aufgebaut, was natürlich auch nicht supported ist, wenn diese Aussage gilt, RDMA nur in einem Rack. Ja? Mhm. Okay, genau. Jetzt glaube ich, wäre es aber gut, wenn wir mal uns das supportete Szenario in AzureStack HCI anschauen, weil das ist ja grundlegend anders, als es sich viele Kunden vorstellen, weil was du gerade aufgezeichnet hast, ist tatsächlich das, was viele Kunden, habe ich den Eindruck, so als Bild im Kopf haben, wie, wenn sie ein Bild dazu haben, wie funktioniert ein Stretch Cluster? Das heißt, die gehen davon aus, dieses Bildchen in AzureStack HCI ist supported, aber das sieht ja in AzureStack HCI ganz anders aus. Es ist auch, genau. Also dieses Szenario, wenn wir jetzt sagen, das ist hier nicht S2D, sondern das ist AzureStack HCI, ist das trotzdem nicht supported. Ja? Ja. Weil hier ist ein Stretch Cluster gebaut, das ist eigentlich ein Missbrauch der Technologie, der Storage-Technologie, dass wir halt mit dem Drei-Wege-Spiegel die Daten über die Knoten verteilen. Das funktioniert sehr gut, wenn das Netzwerk 100% oder 99,99% funktioniert, ist das sehr gut. Aber wenn wir bei Kunden in Stretch-Clustern ein Problem haben, dann kommen die aus dem Netzwerk und dann gibt es so Phänomene, dass eventuell Volumes raw sind, ja, wer das schon mal gehabt hat. Das heißt jetzt nicht, dass Hopfen und Malz verloren ist, aber ich kann keine VMs betreiben in einem raw Volume. Ich muss dieses Volume reparieren. Da gibt es ein Tool für von Microsoft und da dauert 1 Terabyte Reparatur grob eine Stunde. Stellt euch vor, ihr habt ein 10-Terabyte-Volume mit 9 Terabyte Daten drin. Dann dauert es 9 Stunden, bis ihr wisst, ob ihr noch VMs habt, die da drin sind. Mhm. Ja? Und wenn da mehrere Volumes ausfallen, weil es gerade hier im Netzwerk knuspert, wir haben da Kunden gehabt, die hatten zum Beispiel 4 10-Terabyte-Volumes. Und da geht man erstmal natürlich mit dem Support dran und dann kommt dieses Repair-Tool und dann repariert man das erste, dann das zweite, das dritte, das vierte, weil gleichzeitig geht auch nicht. Ja, und dann sind schon mal, ja, sagen wir mal 35 bis 40 Stunden ins Land gegangen und das ist schon eine kleine Ewigkeit, vor allen Dingen, wenn du arbeiten möchtest. Das heißt, du stehst vor der Entscheidung, lege ich einfach neue Volumes an und spiele einen älteren Stand aus dem Backup zurück, was dann ja auch Tag, 2 Tage dauert, je nachdem, wie schnell das Backup ist. Und dann ist die Frage, von wann ist denn dieser ältere Stand? Der ist ja meistens von der Nacht. Das heißt, alle Änderungen von nachts bis zum Ausfall sind natürlich dann weg. Deswegen versucht man erstmal das zu reparieren, was man ja hat, weil da sind ja alle Daten, die eingegeben sind, noch da, wenn man es repariert. Und der Stretch-Cluster-Kunde ist ja typischerweise nicht der, der sagt, ich kann hier mal 3 Tage auf mein Workload verzichten, sondern er macht das ja, weil er höchste Verfügbarkeit. Weil er das eigentlich eher nicht möchte. Ne? Ja. Gut, okay. Kommen wir zum supporteten Szenario. Ja. Okay, wir gehen zu dem supporteten Szenario. Ich mache das mal so, damit man nur das sieht. Also hier haben wir jetzt einfach mal 4 Systeme gezeichnet. Wieder ähnlich. Wir haben 2 SMB-Karten hier drin. Wir haben 2 separate Karten drin, die dann auch mit unserer Core-Infrastruktur verbunden sind, ne, hier oben. Wir haben hier wieder unseren Fluss in der Mitte. Ja, also das soll wieder heißen, die sind gestretched. Ja, da können jetzt dazwischen 100 Meter sein, 30 Meter sein, 400 Meter sein. Da können auch Kilometer dazwischen sein. Deswegen einfach, die sind in 2 unterschiedlichen Sites. Site 1, Site 2. So, jetzt haben wir hier unten, habe ich noch keine Switcher eingemalt. Es gibt nämlich 2 Möglichkeiten, wie ich das Ganze mache. Erstmal muss man wissen, dass Storage Spaces Direct, wenn wir das stretched bauen und sagen, das hier ist Site 1, das ist Site 2, ja, dann wird ein Pool angelegt pro Site. Das heißt, wir müssen, wenn du ja am Anfang sagst, AzureStack HCI in deinem Bild und du sagst, Knoten stehen in 2 Sites, ja, dann merkt er sich das und sobald er den Cluster eingerichtet hat, fragt er ja, jetzt bitte benenne mal die beiden Sites, ja, geben wir den Namen und dann sagst du mir, welcher Knoten in welcher Site steht. Dann sagt man hier Knoten 1 in Site 1, Knoten 2, ja, in Site 1 und Knoten 3 in Site 2 und Knoten 4 auch in Site 2. Und man muss auch eine gleiche Anzahl von Knoten in jede Site packen. Das heißt, ich kann keinen Stretch Cluster bauen mit 5 Knoten oder mit 7 oder mit 9 oder mit 11, sondern ich brauche eine gerade Zahl und es müssen heute mindestens 4 sein. Also 4, 6, 8, 10 und so weiter kann ich auf die Sites verteilen. Ja? Bei dem S2D-Szenario oben gehen genau nur 4. Ich kann keine 3 pro Site packen, weil beim Drei-Wege-Spiegel könnte es vorkommen, dass dann halt genau die 3 Kopien in der einen Site sind, die fällt aus und dann haben wir unsere Daten weg. Ne? So,
Das heißt, hier wird dann auch ein Pool gebaut in Site 1. Pool, Site 1, ich kürze das jetzt mal ab. Und da sind alle Devices aus diesen zwei Knoten drin. Ja? Und dann haben wir hier einen Pool. Ich schreibe jetzt einfach das mal davor, weil ich habe hier unten nicht so viel Platz. Schlechte Planung der Zeichnung sozusagen. Ja, wir haben hier die beiden Pools und die sind dann haben wir hier zwei Fault Domains, 1 und 2. Das heißt, wir können dann hier auch nur auf der Seite ein Zwei-Wege-Spiegel einrichten oder ein Vier-Wege-Spiegel oder ein Mirror Accelerated Parity aus 4 Wege plus Rate 5 plus 1. Aber egal. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt hier ein Datenvolume erzeugen, dann bedient sich das Datenvolume nur aus den Disks hier und hier. Und wenn wir ein Stretched Volume erzeugen, man muss in einem Stretch Cluster nicht alle Volumes stretched erzeugen, ja, dann wird hier dieses Stretched Volume, was die Kopie von dem enthält, wird auch dann nur in den Disks von dem und dem erzeugt. Also das heißt auch wieder 2-Wege-Spiegel hier, 2-Wege-Spiegel hier, 4-Wege-Spiegel hier, 4-Wege-Spiegel hier. Ja. So, und dann wird darüber repliziert. So. Das heißt, da hier auch nur diese beiden Knoten miteinander Storage-Daten austauschen, könnte ich jetzt in dem Fall bei 4 Knoten auch einfach die beiden Knoten mit einem Direct-Attach-Kabel verbinden. Da brauche ich nicht mal Switche. Das macht es natürlich billiger, aber jetzt ganz wichtig, bei 4 Knoten, also 2 Knoten pro Site. Wenn ich jetzt 3 Knoten pro Site machen würde, könnte ich das auch noch switchless verbinden, brauche ich aber mehr Netzwerkkarten. Ne? Wichtig ist nur, RDMA gibt es nur auf der Seite. Microsoft unterstützt nur RDMA hier und das sind normalerweise RDMA-Kommunikationen zwischen den beiden Knoten. So, und jetzt ist die Frage, wie kommen denn die Daten? Also wenn hier jetzt eine VM was schreibt, wir haben hier eine VM laufen, die schreibt jetzt in dieses Volume hier, wie kommen denn die Daten darüber? Weil hier SMB-mäßig gibt es keine Verbindung. Das geht also dann hier oben über die Switche. Ich habe hier oben jetzt mal die Core-Switche eingemalt. Ne? Jetzt die VM, die machen wir jetzt mal ein bisschen rüber. Gut, dass man hier zurückgehen kann. Das heißt, die machen wir mal hier hin. Da ist unsere VM. Ne? Das heißt, ich habe hier die Core-Switche und hier sind natürlich die Systeme immer so verbunden. Ne? Jeder mit 2 Switchen, weil wir wollen ja ein gewisses Ausfallszenario haben. Und jetzt muss ich aber auch die Sites natürlich verbinden. Das heißt, hier gibt es jetzt irgendwie eine Verbindung zwischen den Sites, ja, wo dann die Core-Switche, machen wir das mal so, die Core-Switche sind natürlich untereinander verbunden. Ich mache das mal rückgängig, weil das ist jetzt hier schwer zu sehen. Das heißt, wir haben zwischen den Sites hier einfach eine leistungsfähige Verbindung. Da brauchen wir auch durchaus ein paar Gigabit. Ja. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt replizieren, weil unser Azure Stack HCI Cluster ist ja schnell, da kann ich ja schnell Daten reinschreiben. Und wenn ich eine synchrone Replikation mache, also diese VM hier zum Beispiel mit 5000 IOPS arbeitet, dann muss bei synchroner Spiegelung, muss das hier reingeschrieben werden, dann gehen die Daten hier rüber, werden hier reingeschrieben und dann kommt das ACK zurück und dann darf die VM erst weitermachen. Das heißt, wir brauchen hier oben eine Männerleitung, also mindestens 2 × 10 Gigabit. Ja? Also ist nichts für Gigabit oder so. Wir brauchen hier Dark Fiber, wenn wir eine weitere Strecke haben. Oder wir sind natürlich auf dem Campus, da müssen wir hier mindestens 2 × 10 Gigabit bereitstellen. Mehr geht immer. Man darf gerne mehr machen. Ne? So, und jetzt, was du jetzt nicht verraten hast, sorry, wenn ich dich unterbreche, Carsten, aber du hattest das große Geheimnis, dass zwischen den Side Storage Replica genutzt wird. Dass eine Replikation läuft, zwar jetzt erwähnt, aber vorhin diese explizite Erklärung ausgespart. Und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige. Du hattest ja von Anfang an hier in Rot hingeschrieben, die Replikation. Das heißt, dass zwischen den Sites, das hattest du ja vorhin gesagt, dass das kein S2D-Traffic ist, sondern dass dort ein Storage-Replica genutzt wird, mit allem, was wir dazu brauchen. Das heißt, wir haben auch nochmal einen gewissen Overhead dadurch, ja, weil Storage-Replica... Einen gewaltigen... Ja, weil Storage Replica mit Log-Volumes arbeitet. Also das müssen wir berücksichtigen an der Stelle. Ja, wenn du hast natürlich vollkommen recht. Wir haben hier nochmal für jedes Volume so ein kleines Log-Volume. Da werden die Daten eigentlich reinkopiert. Ne? Und dann kommt das ACK und dann kommen sie erst, werden sie dann später erst in das richtige Volume rüberkopiert. Ja? Also das heißt, die VM schreibt hier rein. Es geht über die Replikationsnetz hier oben rüber, kommen wir hier rein und dann schreiben wir hier in dieses Log und dann kommt das ACK zurück und dann geht es weiter.
Ja? Nur jetzt, ich möchte nochmal auf das Netzwerk eingehen, weil das ist hier das Thema. Normalerweise, wenn wir uns die roten Netze wegdenken, wir haben hier unten unsere SMB-Verbindung, da komme ich nicht auf die andere Seite. Darf ich auch nicht. Ja? Also dieses SMB-Netz darf nicht aufgestretcht sein über die beiden Seiten. Ja? Ich hätte jetzt eigentlich nur unser Management und darüber müsste jetzt unsere Replikation laufen. Ja? Microsoft sagt aber, man braucht separate Replikationsadapter, weil die Replikation, und jetzt festhalten, kein RDMA, es ist zwar SMB3-Traffic, aber wir dürfen kein RDMA machen, weil wir verlassen hier definitiv das REC. Das steht auch in der Dokumentation drin. Das heißt, ich habe hier SMB3 ohne RDMA, also über TCP/IP. Wir brauchen separate Netzwerkkarten und diese Netzwerkkarten müssen geroutet sein. Das heißt, die Netze hier, die zusammengehören und diese Netze hier, das ist hier falsch. Hier darf nicht Replika 1, 2 stehen, sondern hier muss Replika 3, 4 stehen. Das sind andere Subnetze. Und zwischen diesen Netzen muss geroutet werden. Also wir haben hier für Replika ein Layer 3, Routing. Das ist eine Anforderung. Sobald man einen Stretch Cluster hat und man geht in den Support, wird erstmal das Netzwerk geprüft. Und wenn wir da keine separaten Replikationsadapter haben, die nur für die Replikation verwendet werden, also hier darf jetzt aus den Support Cases, die ich in dem Umfeld habe, gibt es die Aussage, da darf nichts anderes drauf sein, außer die Replikation. Also kein Heartbeat. Ja, keine Live-Migration, kein Redirected I.O. Dann werdet ihr sagen, was ist denn Redirected I.O.? Wenn ich zum Beispiel diese VM, wenn ich weiß, ich muss diese Seite hier runterfahren, weil was am Strom gearbeitet wird oder ich muss das testen, kommt auch bei den Kunden vor, dann möchte ich ja gerne diese VM hier darüber bringen, möchte aber nicht hier einfach ausschalten und gucken, ob das funktioniert, sondern ich möchte diese VM aktiv hier rüberbringen. Jetzt kann man diese VM live migrieren, hier rüber. Dann läuft die hier, ja, dann würde die jetzt, falsche Farbe, sorry. Dann würde die VM hier laufen, nicht mehr hier, aber die Daten, das Volume ist ja noch hier aktiv. Da liegen von der VM noch die Daten drin. Das heißt, die geht dann auch, die muss dann irgendwie wieder hier rüber gehen und redirected auf ihre Daten zugreifen können, ne? So, das wäre Redirected I.O. Der ist auch nicht auf den Replikationsadaptern erlaubt. Das heißt, diese ganzen Dinge gehen dann nur über Management und das ist mir ein bisschen knapp. Und wir hätten auch nur den Heartbeat über Management. Ja, wenn wir also im Management-Netz ein Problem haben, dann sieht der Cluster die anderen Seiten nicht mehr. Das heißt, ich habe dann in meinen Designs nochmal zusätzliche zwei Adapter. Die habe ich jetzt aber nicht hier reingezeichnet, die ich dann für Cluster-Traffic nehme, für den Heartbeat, für eine Live-Migration, für Redirected I.O., für die Cluster-Kommunikation. Und die fehlen hier jetzt. Das können auch dann Layer 2 sein, die aufgespannt sind. Nur, um euch darzustellen, also, dass der Stretch-Cluster, den sich Microsoft hier vorstellt, der hat die Anforderung, dass wir separate Replikationsnetze haben, die nur für Replikation genutzt werden. Und um es noch zu komplizieren, man muss die dann hier natürlich auch festbinden, ja. Also da kommen noch ein paar Sachen hinzu. Das macht das Design jetzt nicht einfach und für viele natürlich nicht nachvollziehbar. Wenn das hier so schön funktioniert bei 4 Knoten, ja, warum soll ich denn dann das hier machen, wo das alles so kompliziert ist? Ja, das ist halt der Cluster, wie man ihn dann richtig stretcht bei Azure Stack HCI. Ja. Mhm. Und da ist viel Know-how wirklich dann notwendig, was ich mir auch wirklich dann mit Support-Calls zum Teil erarbeiten musste, weil das natürlich nicht so dokumentiert ist. Wie oft? Du kennst das ja, ne? Ja, und das ist wichtig, genau das Konzept zu verstehen, weil definitiv in der Mehrzahl der Fälle der Kunde davon ausgeht, dass Azure Stack HCI Stretch Cluster supported so gedacht wird, ich ziehe jetzt die Knoten einfach mit meiner S2D-Konfiguration auseinander und dann geht das irgendwie. Und so ist es eben nicht, sondern wir haben Storage Replica mit drin. Das heißt, ich muss mich auch da mit der Technologie beschäftigen. Jetzt gehen wir schon langsam, wird unsere Zeit schon langsam ein bisschen knapp. Mhm. Aber wir hatten zu dem Szenario, das nicht supported ist. Also zeitlich kam es da, das nicht supported ist. Die Frage, du hast schon gesagt, Switchless in dem not supported Szenario, nein. Aber doch kam eine Frage, was wir dazu sagen, dort Switchless zu arbeiten, also direkt verkabelt zu arbeiten.
Ja, wie willst du das machen? Wenn wir, meine, bei zwei Knoten könnte man das tun. Also wenn wir jetzt das Zwei-Knoten-Szenario angucken, okay, akzeptiert, das kann man machen, das geht. Also wir haben unsere zwei Knoten, wir haben unsere separaten SMB-Adapter. Hier oben haben wir immer auch die Adapter, damit wir mit der Außenwelt sprechen können, ne? Ja, und jetzt bin ich mal am Cheaten. Oh! Weil das ist einfach, Whiteboard ist für sowas super. Blöde ist, du kannst halt das Ganze nur wiederum als PNG abspeichern. Ne, nicht mal als PNG. So, jetzt haben wir hier unsere beiden Adapter und hier kann ich jetzt sehr wohl, also wir malen jetzt mal wieder unseren Fluss dazwischen. Es soll einfach sein, dass es stretcht. Hier könnte ich natürlich jetzt mit Glasfaser-GBICs, weil hier werde ich wahrscheinlich kein Kupferkabel mehr nehmen können, sondern wenn ich jetzt so direkte Kabel habe, die gehen bis 30 Meter, wenn man Glasfaser hat, mit draufgelötet. Oder wir nehmen halt jetzt dann wirklich GBICs und ein Glasfaser. Das kann ich machen. Ja? Das ist okay. Aber bei vier Knoten, wenn wir den Switchless machen, brauchen wir ja schon alleine sechs Adapter, wenn wir es redundant machen, damit wir alle Knoten miteinander verbinden können. Und jetzt müsste ich dann hier einen Haufen Kabel rüberziehen auf die andere Seite. Und es tut mir leid, da hört die Liebe dann irgendwann auf. Bei mir, also ich würde das vier Knoten Switchless stretched nicht machen. Zwei ist für mich okay, ja, weil warum soll ich hier jetzt vier Switche dazu packen, um diese zwei Knoten Stretch zu machen? Ja, also Weil in zwei dieser, okay, vier. ja, genau, weil in dieser Komplexität dann auch wieder ein mögliches Fehlerpotenzial liegt, was dann sicher auftritt, auf jeden Fall, ja. Ja, der Thomas findet Stretched nicht gut in Azure Stack HCI, findet super komplex und wünscht sich dort RDMA. Ich wollte es ganz kurz einblenden. Der Elmar hat noch was geschrieben, weil es bei Azure Stack HCI OS supported ist und bei Windows Server HCI eben nicht. Das weiß ich jetzt nicht genau, worauf sich dieser Kommentar bezogen hat. Da hat einer von uns beiden was gesagt, aber das war dann so zu dem Zeitpunkt, als wir schon bei dem HCI-Szenario waren. Ja, jetzt vielleicht noch 2, 3 Minuten, Carsten, zum Sinn eines Stretchings. Machen wir es nicht? Wir hatten ja schon gesagt, es ist definitiv kostentechnisch eine sehr aufwendige Thematik. Man sollte es abwägen, ob man das wirklich braucht, ob dann auch wirklich alles redundant ist. Das war ja unser Eingangsthema, weil wenn ich den Aufwand treibe für Stretched und dann irgendwie mit meinem Witness einen Fehler mache, oder es muss ja nur in der restlichen Infrastruktur sein, dass ich irgendwo dann doch einen Single Point of Failure habe, dann lohnt sich dieser Aufwand natürlich überhaupt gar nicht. Der Elmar sagt nochmal, die nicht supportete Sache, die würde er auf keinen Fall machen. Oder die direkt verbundene Sache weg von der 2 plus 2 mit Server 2019 bezogen. Alles klar, gut. Ja, Ja, also stretched oder nicht stretched? Ja, machen wir es nicht. Du hast ja gesagt, du hast viele Anfragen zu dem Thema. Findest du es bei allen immer passend oder rätst du dann doch manchen dazu, einfach ein Nicht-Stretch-Cluster aufzubauen? ich sag mal so, es ist oft ja eine Firmenphilosophie und wenn ein Kunde vorher Storage gestretched hat und jetzt für den ist es überhaupt keine Frage, ob ein Stretch-Cluster notwendig ist oder nicht, sondern wenn die das gemacht haben und bedient haben, dann wollen die auch ein Stretch-Cluster haben in dem Szenario. Ich denke, oft ist die Komplexität, gerade wenn wir jetzt auf Azure Stack HCI Stretch gehen, was ja die einzige HCI-supportete Variante ist, die Komplexität ist so groß und der Thomas hat das ja vorhin auch erwähnt. Ich kenne den Thomas S. zufällig. Er hat so seine Wünsche, was er gerne supportet. Er hätte gerne dieses Szenario supportet, was halt nicht supportet ist. Muss man aber natürlich auch sagen, ich habe schon auch in dem Umfeld natürlich viele Sachen gesehen, wo dann die Leute eben nicht die vier Switche nehmen, sondern anfangen mit zwei Switchen und mit Glasfaser und dann gibt es die GBICs von den Herstellern nicht, weil die Switche sind, keine Ahnung, von Dell und die Karten sind von jemand anders oder die Switche sind von HP und die sind ja manchmal sehr eigen mit den GBICs, ne? Dann werden GBICs man kann ja GBICs billiger bekommen, indem man die nachprogrammieren lässt. Von solchen Szenarien rate ich halt schon stark ab. Also ja, ich glaube, es wird oft gestretcht, wo es wirklich nicht notwendig ist. Es gibt natürlich Firmen, die brauchen es wirklich. Genau. Die müssen dann aber auch die Komplexität handhaben können, weil das ist Ja. kein Wunderwerk, ne? Also wenn man patcht oder so weiter, haben wir hier natürlich auch immer so das Gefühl, na, ob das alles so funktioniert oder wenn ich in den Switchen ein Firmware-Update mache, was ja immer schon heikel ist, muss man sich schon überlegen, wie man das macht. Oder bei Azure Stack HCI, das Szenario des jährlichen Upgrades.
muss ich ja auch machen. Und das ist natürlich beim Stretch Cluster, hat man zumindest ein anderes Gefühl in der Magengegend, als wenn man das beim Nicht-Stretch-Cluster macht, ne? Das ist richtig. Und ich denke, was ich einleitend gesagt habe, ist so ein Thema, was sich einfach jeder fest speichern sollte. Stretched und gleichzeitig Kosten reduzieren wollen, das passt nicht zusammen, sondern es muss einem bewusst sein, da muss man viel Zeit investieren. Kein Geld verbrennen, das wäre falsch gesagt, aber auf jeden Fall nicht an der falschen Stelle sparen, weil dann lieber ein bisschen kleiner bauen, dann lieber in Richtung eines Clusters denken, der nicht stretched ist oder... Ja, wenn das auch noch ein Thema ist, dort weiter reduzieren zu wollen, dann ist man vielleicht wirklich mit dem Single Host oder Hyper-V-Replika besser beraten. Aber ansonsten haben wir die Szenarien, die möglich sind, beschrieben, haben darüber gesprochen. Gerne können wir das vertiefen, wenn ihr da Interesse habt, weil das ist jetzt vielleicht zum Abschluss eure Chance, dass ihr noch ein bisschen in die Kommentare reinschreibt, was ihr euch so für nächste On-Prem-Shows an Themen wünscht. Während ihr das macht, blende ich vielleicht nochmal ganz kurz den, ja, nicht den, das ist der falsche, ich blende den hier ein, genau, nochmal unseren Webday. Nächste Woche ist also ein ganztägiges Format, es ist nicht ganz so im Talk-Stil hier wie bei der On-Prem-Show, sondern wir haben feste Slots, die kann man sich online auch schon anschauen, wo wir den ganzen Tag mit Hyper-V, also der Fokus ist dann nicht Storage Spaces Direct, zwar auch mit dem Thema, aber der Fokus ist ganz klar auf Hyper-V und auch bei dem anschließenden Workshop. Der Tag am 22. März ist kostenfrei, wer Interesse hat. Der Workshop ist kostenpflichtig, aber wie der Carsten erwähnt hatte, ein günstiges Format, um sich mal 3 Tage von Carsten und mir mit dem Thema Hyper-V versorgen zu lassen. Auch der Fokus hier auf dem Thema Hyper-V. Hier aber auch traditionelles Clustering dabei, was wir nochmal zeigen, wie es geht. Und hier auch Storage Spaces Direct dabei und ein Ausblick auf Azure Stack HCI. Wenn ihr jetzt Azure Stack HCI super spannend findet, dann könntet ihr euch mal merken, morgen 12 Uhr auf YouTube, wo wir jetzt auch hinstreamen. Carsten hat die Tasse dazu, die Azure Stack HCI Show. Die hat der Carsten, weil er dort schon immer wieder mal zu Gast war und auch in Zukunft immer wieder mal sein wird. Und die könnt ihr dort auch gewinnen oder könnt ihr euch dafür bewerben. Nicht nur für die Tasse, sondern auch für ein schickes T-Shirt. Freuen wir uns, wenn ihr einschaltet. Sven hat ja auch zugeschaut, anfangs zumindest. Vielleicht ist er noch mit dabei. Mit dem Sven Langenfeld mache ich die Azure Stack HCI Show 12 bis 13 Uhr, youtube.com/Manfred Hilber. Und danach, es gibt noch so ein anderes MVP-Format, was ich mit dem Erik Berg mache. Und morgen um 14 Uhr haben wir da ein spannendes Thema. Da geht es um Azure Virtual Desktop auf Azure Stack HCI mit GPU-Unterstützung. Da bist, glaube ich, du gerade auch fleißig am Testen. Hast du mir mal berichtet oder irgendwo geschrieben? Ich glaube, ich habe es von dir persönlich gehört. Ist ein super spannendes Thema, wo man aber halt auch merkt, sind noch nicht alle Dinge ganz so wie beschrieben. Man muss sich viel selber erarbeiten. Ja, du hast, glaube ich, auch mit den Treibern gekämpft. Ich auch, ja. Genau. Ja, also was hast denn du für Karten jetzt bekommen, wenn ich fragen darf? Ich habe NVIDIA A16 Karten. Die haben das sind neuere. Schöne... Ich habe die T4. Ja. Du hast die genommen, die Microsoft immer nimmt, wo man weiß, dass es funktioniert. Ich habe quasi die Risiko-Variante. Ah ja, okay. Ja, der immer sagte, die werden nicht mehr produziert. Du hast vielleicht was, wo auch dann zukünftige Technologien vielleicht dann auch mitlaufen, wie zum Beispiel GPU-Partitionierung oder so. Bei meiner T4 bin ich da sehr, sehr skeptisch. Also ich hab 4 Systeme mit T4 drin und kann ich ja sagen, momentan werden die GPUs zum Mining benutzt, weil ich habe da keine User jetzt drauf, die da AVD mitmachen. Gekauft habe ich sie, also setze ich ja auch für was ein. Sehr gut. Also wer da Interesse hat, gerne morgen reinschauen. Und unseren nächsten Termin, den geben wir noch bekannt, weil das haben wir jetzt vorher nicht besprochen, wann wir den nächsten Termin machen. Aber da wird es auf jeden Fall einen geben. Wenn ihr nächste Woche beim Webday dabei seid am Dienstag, dann erfahrt ihr dort vielleicht schon mehr. Bis dahin schaffen wir es sicher nochmal zu sprechen. Und ich werde jetzt nicht mehr alle Meldungen einblenden, aber der Sven wünscht sich eine On-Prem-Show-Tasse. Das gucken wir mal, dass wir sowas vielleicht mal produzieren. Und dann gibt es auch irgendwann mal eine On-Prem-Show-Tasse. Prima. Wir gucken jetzt mal rein, dann im Nachgang noch, was von euch an Kommentaren reinkam und was wir vielleicht so an Themenwünschen für die nächsten Male haben. Und ich würde sagen, an der Stelle sagen wir euch vielen Dank, dass ihr dabei wart. Einen
guten Tag, viel Erfolg mit Hyper-V, Storage Spaces, Direct Cluster, Stretch Cluster, was auch immer ihr nutzt. Und vielleicht sehen wir uns morgen zur Azure Stack HCI Show und hoffentlich doch nächste Woche zum Hyper-V Web Day. Macht's gut. Tschüss. Prima. Bis nächste Woche. Tschüss.